Hallo liebe 96-Fans, hier ist Yannick Dehm, heute mit der Rubrik Neu hier. Ich freue mich auf eure Fragen und hoffe, sie kompetent beantworten zu können. Ja, das hat mit der Vergangenheit zu tun. Ich habe in meiner Jugend eigentlich auf allen Positionen gespielt. Natürlich liegt mir die Außenbahn als Außenbahnspieler mehr als das Zentrum. Aber mir ist dann egal, ob ich vorne oder hinten, beziehungsweise links oder rechts spiele. Ja, bevor ich nach Hannover gekommen bin, kannte ich Frank Evina aus der Zeit aus Kiel und auch Flo Muslia. Wir haben zusammen in Karlsruhe in der Jugend zusammengespielt. Ja, natürlich hatte ich direkt Bock auf Hannover bzw. auf 96. Ich habe mich nach den Anrufen bzw. den Gesprächen mit dem Trainer bzw. dem Sportdirektor direkt mit meinem Berater zusammengesetzt und dann geschaut, dass es so schnell wie möglich nach Hannover geht. Ja, erstmal danke für die Grüße und liebe Grüße zurück. Eingelebt in Hannover ist für mich noch ein bisschen schwierig, da ich noch keine eigene Wohnung gefunden habe und im Moment noch im Hotel lebe. Aber die Stadt gefällt mir sehr gut. Die Leute hier haben mich super aufgenommen, sowohl die Mannschaftskollegen als auch die Leute um den Verein, die Fans und so weiter. Und deshalb fühle ich mich super wohl bisher. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich da aber vor allem Finn Bartels aus der letzten Saison in Kiel hervorheben kann, der mir aufgrund seiner Erfahrung eben ja viele Hinweise und Tipps geben konnte und ja, die ich dann vor allem jetzt auch für die Zukunft mitnehmen kann. Ja, ich esse sehr selten Döner, da ich sehr viel auf Fleisch verzichte. Aber wenn es ein Döner ist, dann schon die altbekannte Joghurtsoße. Die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Wir hatten aufgrund des Erfolges letztes Jahr im DFB-Pokal die Möglichkeit, in der zweiten Runde gegen FC Bayern bzw. dann im Halbfinale gegen Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Und ja, das muss man schon sagen, dass die beiden Vereine schon die größten Momente in meiner Karriere waren. Ja. Eigentlich aufgrund der letzten Jahre hat es sich so ergeben, dass ich mich rechts hinten ganz wohl fühle. Aber aufgrund meiner Zeit in der Jugend, in der ich meistens rechts vorne gespielt habe, ist das auch ganz verlockend, da man dann doch eine Position weiter vorne spielt und doch die eine oder andere Möglichkeit mehr hat, ein Tor bzw. eine Vorlage zu erzielen. Nee, noch nicht. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass mir kein Mitspieler davon schon erzählt hat, sodass ich auch noch nicht in den Genuss gekommen bin, das zu probieren. Aber vielleicht ergibt sich das ja in der Zukunft. Ja, liebe 96-Fans, das war schon mit den Fragen. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im Stadion oder hier bei 96 TV.